Herzlich willkommen heute bei OrgaTV, heute im Botanischen Garten der Universität. Unser Gast, Heiko Maas, Minister für Justiz und Verbraucherschutz. Stimmt. Richtig. Beides ist wichtig, beides werden wir nachher nochmal vertiefen, weil das genau die zwei Punkte sind. Aber zunächst mal zu einem Punkt, ich habe gestern Abend nochmal ganz intensiv Ihr Regierungsprogramm, heißt es ja, gelesen, das Sie in der nächsten Legislaturperiode dann umsetzen. Wo kommt denn die Generation Z in Ihrem Programm vor? Also sie kommt an einer Stelle, finde ich, ganz besonders vor. Das ist ein Verbraucherthema, wo es um die digitalen Rechte geht. So, und jüngere Menschen sind mit dem Internet aufgewachsen, nutzen das Internet für private, berufliche Zusammenhänge. Und wir haben im Grunde genommen im Internet überhaupt keine Regelungen, dass man auch ein Mindestmaß an Kontrolle hat über das, was mit den eigenen Daten geschieht, die man im Internet hinterlässt oder produziert. Und das ist ein großes Thema und wir setzen uns dafür ein, dass es ein Mindestmaß an Datensouveränitäten gibt. Datensouveränität gibt derer, die im Internet unterwegs sind. Das wird sich auch im nächsten Jahr ändern. Dann wird es die Datenschutzgrundverordnung ab Mai nächsten Jahres in Europa insgesamt geben. Es wird nicht mehr so sein, dass man durch ellenlange allgemeine Geschäftsbedingungen oder Datenschutzbestimmungen, die kein Mensch liest, irgendeiner hat mal ausgerechnet, wenn man das alles lesen würde auf dem Smartphone, Tablet, auf dem Laptop, dem PC, ja mittlerweile dem Fernseher, der ja auch mit dem Internet verbunden ist, würde uns das 67 Arbeitstage im Jahr kosten. In Zukunft werden Unternehmen die Daten verwenden und verarbeiten, bei den ganz besonders sensiblen Daten, also zum Beispiel Finanzdaten, Kontoverbindungsdaten und so weiter, den einzelnen Verbraucher konkret um eine Einwilligung bitten müssen. Da reichen diese allgemeinen Geschäftsbedingungen oder Datenschutzbestimmungen nicht mehr aus. Und das wird zum Beispiel ein Beitrag sein, dass man ein Mindestmaß an Datensouveränität zurückbekommt, dass man zumindest etwas weiß von dem, was mit den Daten geschieht. Ich halte das für eine ganz eminent wichtige Frage. Manchmal habe ich aber auch so den Eindruck, ich bin der Einzige, der das für wichtig hält. Das wäre die Frage, die ich gerade anschließen wollte. Genau. Glauben Sie das, dass das so ein zentrales Thema für die Generation Z ist? Ich glaube nicht, dass es... Besser gesagt, es ist für Sie, aber es ist nicht aus Sicht von Ihnen. Genau, also ich mache heute die Erfahrung, dass es viele gar nicht interessiert. Man hakt alles schnell ab, was man im Internet macht. Die Schnelligkeit hat große Bedeutung im Internet. Aber das wird immer wichtiger, weil wir werden ja auch manipuliert. Es werden Profile über uns angelegt. Das, was wir vorgesetzt bekommen von unseren Anbietern, ist orientiert an dem, was ein Algorithmus ausspuckt, was unseren Interessen entsprechen kann. Und letztlich erhalten wir so unsere Informationen, wir bilden so unsere Meinung. Und diese selbstbestimmt treffen zu können, die Entscheidung und die Meinung, die man sich bildet, das halte ich für außerordentlich wichtig, auch für ein selbstbestimmtes Leben, auch wenn das nicht so vordergründig das Thema ist, das vielleicht den einen oder anderen beschäftigt, aber ich werbe dafür, weil davon ganz viel abhängt, wenn man selbstbestimmt auch in der digitalen Welt leben und sich bewegen will. Gehen wir zu was Einfachem. Aktuell Lufthansa, Air Berlin. Ihre Position dazu? Zerschlagen von Air Berlin? Naja, also das ist ja ein Insolvenzverfahren und ich hüte mich davor, irgendwie als Justizminister dazu irgendwelche Stellungnahmen abzugeben. Gut, dann ziehe ich die Frage zurück, dann frage ich Sie was anderes dazu. Ich meine, die Bundesregierung hat ja dazu Stellung bezogen. Mhm. Und zwar massiv Stellung bezogen. Also ich habe mir das heute früh nochmal rausgesucht. Die seltsame Nähe der Bundesregierung zur Lufthansa, Dobrindt. Lufthansa soll den Löwenanteil bekommen, Dobrindt kein Kartellproblem bei Air Berlin. Dann hatten wir auch Ihre Ministerin, die hatte ich auch noch hier irgendwo, die in ähnlicher Form diskutiert hat. Mhm. Das heißt, die Bundesregierung hat ganz massiv, ich muss hinzufügen aus meiner Sicht etwas sehr massiv, sich für die Stärkung des europäischen Champions Lufthansa ausgesprochen. Mhm. Meinung dazu? Also erstmal, was der Übergang eines großen Teils von Air Berlin zur Lufthansa ist unter Kartellgesichtspunkten nicht unproblematisch. Das wird aber nicht die Bundesregierung entscheiden, sondern das wird am Schluss das Kartellamt entscheiden, ob das genehmigungsfähig ist oder nicht. Und das Kartellamt und die Kartellbehörden haben sich in der Vergangenheit immer dadurch ausgezeichnet, dass sie nicht unbedingt
die Melodie der Regierung nachgesungen haben, sondern das sind sehr autonome Entscheidungen gewesen, die der Regierung möglicherweise nicht immer gepasst haben. Und insofern völlig unabhängig davon, was die Regierung für sinnvoll hält und dass die Stärkung eines deutschen Unternehmens, das in Deutschland Steuern zahlt, halte ich zumindest mal für legitim, die Interessen im Blick zu haben. Was das kartellrechtlich bedeutet oder ob es kartellrechtlich geht oder nicht, das wird kein Minister der Bundesregierung entscheiden, sondern die Kartellbehörde, die nachweislich in ihren Entscheidungen unabhängig sein wird. Und wenn die den Daumen heben oder senken, dann ist es so oder so. Wurde, also sofern Sie es jetzt erzählen können, das ist klar, ich kann intern ausgeplaudert kriegen, wurde auch das Alternativszenario überlegt, nach dem Motto, wir haben in Deutschland quasi einen Monopolanbieter, Lufthansa, einen zweiten, etwas größeren Anbieter zu schaffen. Also man kann ja sagen, man nimmt Air Berlin, packt was dazu und dann gibt es einen überlebensfähigen zweiten. Das wäre das Gegenstück zu der Position von Herrn Dobrindt und von Frau Zypris. Also ich weiß, dass über relativ viele Modelle dort nicht nur nachgedacht, sondern auch gesprochen worden ist, um sozusagen Alternativen zu schaffen, die Konkurrenz für Lufthansa sind und damit am Schluss dann auch dem Verbraucher und Verbraucher zugutekommen. Das wäre doch mal für uns nicht schlecht. Wir fliegen beide die Distanz Berlin-Saarbrücken. Ja. Ich fliege morgen. Ich glaube, das Ticket ist noch preiswert. Mal gucken, was das in einem halben Jahr kosten wird. Naja, aber ich bin vor allen Dingen froh, wenn man der Flieger auch geht. Ehrlich gesagt, denn es nützt mir nichts, einen billigen Flug gebucht zu haben und dann am Schluss dann nachher in der Bahn zu sitzen. Und wenn man Alternativen schaffen will, braucht man eben auch Unternehmen oder Partner, die bereit sind, sowas aufzubauen. Und das muss eine vernünftige wirtschaftliche Basis haben. Und wenn es die nicht gibt, und zwar möglicherweise aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus, weil die sagen, es wird wirtschaftlich nicht tragen, dann ist das so, das kann ich nicht beurteilen. Mhm. Ich sitze bei diesen Gesprächen auch nicht mit am Tisch, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass alle Alternativen dort diskutiert werden und man versuchen wird, eine Entscheidung zu treffen, bei der natürlich auch die Arbeitsplätze, um die es dort geht, eine Rolle spielen und bei der ein Modell gefunden wird, das vor allen Dingen überlebensfähig ist. Wie gesagt, was mich überrascht hat, war, wie schnell die Regierungsmeinung durch die Regierungsmitglieder hier kolportiert wurde. Ja, es ist ja auch die Entscheidung, deswegen verstehe ich Ihre Position eigentlich besser im Sinne von, das ist jetzt mal etwas, da müssen wir jetzt gar nicht erstmal Position beziehen. Wir mussten innerhalb der Regierung ja sehr schnell Position beziehen, denn nachdem der Insolvenzantrag gestellt wurde, wäre sofort der Flugbetrieb der Air Berlin einzustellen gewesen. Da wir uns aber in den größten Bundesländern mitten in den Sommerferien bewegen, wären nicht nur viele gar nicht mehr in die Ferien gekommen, das viel größere Problem bestand darin, dass viele nicht mehr zurückgekommen wären. Mhm. Also ich will nicht wissen, was dann los gewesen wäre und was dann über verantwortliche Politik alles so diskutiert worden wäre. Also das ist im Grunde genommen eine Notmaßnahme gewesen, um größeres Chaos für Tausende von Menschen zu verhindern, die nämlich irgendwo auf der Welt sitzen geblieben wären und nicht mehr zurückgekommen wären und bei denen auch nicht klar gewesen wäre, wie sie hätten zurückkommen können. Zumindest mal nicht, ohne dass es sie deutlich mehr Geld gekostet hätte. Und insofern, diese 150 Millionen hatten in erster Linie den Grund, den Flugbetrieb aufrechterhalten zu können und das Chaos für Tausende von Kundinnen und Kunden von Air Berlin zu verhindern. Und das halte ich nach wie vor für eine absolut verantwortliche Entscheidung, die da getroffen wurde. Ich glaube, das ist auch nicht weit kritisiert worden. Ja, das ist auch schon kritisiert worden. Also Steuergelder überhaupt für Air Berlin und dann ist ja alles Mögliche da hineininterpretiert worden. Gut, das, also wie gesagt, da verstehe ich die Kritik nicht. Mhm. Wo ich die Kritik anmachen würde, wäre wirklich die sehr schnelle Wortmeldung von Frau Zypris und Herrn Dobrindt im Sinne von, dass der Großteil muss zur Lufthansa gehen. Mhm. Das ist, aber wie gesagt, da muss man nichts sagen. Am Schluss werden das die Kartellbehörden entscheiden. Ich glaube, da vertrauen wir beide drauf, ja. Ich habe noch zwei kurze Fragen zum Schluss. Du hast signalisiert, dass wir ja nicht mehr ewig Zeit haben. Ihr Regierungsprogramm hat die schöne Überschrift, es ist Zeit für mehr Gerechtigkeit. Also ich will jetzt nicht die Details da durchdiskutieren. Ich kenne auch die Fragen, die dazugehören, auch die Antworten. Was mich jetzt wirklich interessieren würde, weil Sie sind ja als Justizminister da in vielen Sachen dran. Auch die Möglichkeiten. Wenn wir uns das so angucken, was da zurzeit läuft, zum Beispiel Volkswagen. Da können Sie hingucken, in welche Ecke Sie wollen. Sie können gucken an die Summen, die da das ehemalige Vorstandsmitglied bekommen hat, für 15 Millionen Euro, für 12 Millionen Arbeit etc.
Sie können hingucken zu der Idee, dass eben in Deutschland Verbraucherschutz auch, ist, weiß ich, ist auch eines ihrer wichtigen Themen, eben auch nicht so ausgeartet ist, dass also da die Dieselopfer irgendwas wirklich tun können. Die sind ausgeliefert, anders als in Amerika zum Beispiel. Was ich mich frage, also wie gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt, Justizminister, jetzt sitzen Sie da und haben schon ein bestimmtes Bild, wie Sie sich die Welt vorstellen. Jetzt passiert sowas. Kann man da was tun? Weil da können Sie jetzt nicht sagen, also die 15 Millionen, die gute Frau kriegt, das ist gerecht. Das ist es ja nicht. Das kann man ja niemandem kommunizieren, dass 15 Millionen Euro für 12 Monate Arbeit irgendwie gerecht ist. Wie gehen Sie damit um? Konnte man da wirklich nichts tun? Nein, in dem Falle konnte man nichts tun, weil es Verträge gab und diese Verträge sind erfüllt worden, und mal unabhängig davon, ob man sie für gerecht oder leistungsgerecht oder was auch immer hält. Es nützt auch nichts, sich nur darüber zu ärgern oder sich darüber aufzuregen, sondern man muss überlegen, was kann man politisch tun. So, und die SPD-Bundestagsfraktion hat das sehr konkret getan, hat ein Gesetz vorgelegt zur Begrenzung der Managergehälter, in dem drin steht, dass die Gehälter der Unternehmensführer sich zu orientieren haben am Durchschnittsverdienst der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Unternehmens und eine bestimmte Schwelle nicht überschreiten dürfen. Wenn es ein solches Gesetz gäbe, das gab es nicht, weil die Kolleginnen und Kollegen aus der Union dieses Gesetz mit uns nicht beschließen wollten, dann hätte es vielleicht einen solchen Fall wie bei VW gar nicht gegeben. So, also jammern und ärgern und wütend sein nützt wenig, sondern man muss überlegen, was kann man konkret tun. Und in dem Falle hatte die SPD-Fraktion ganz konkret einen kompletten Gesetzesentwurf vorgelegt, der, wenn er beschlossen worden wäre, in Zukunft viele, zumindest viele dieser Fälle abgemildert oder gar verhindert hätte. Steht dieser, das war ein Punkt. Der zweite ist ja die Idee der Abzugsfähigkeit von diesen Bonuszahlungen und der Abfindungszahlungen. Steht das zur Diskussion noch? Ja, also in diesem Gesetz ist das auch ein Thema, das aufgegriffen wird. Ist auch eine Forderung, die die SPD erhoben hat und nach wie vor erheben wird. Das müsste, kann man alles in einem solchen Gesetz mit regeln. Und ich glaube auch die Tatsache, dass wir eigentlich in Deutschland einen relativ hohen Wohlstand haben, nicht nur im internationalen Vergleich, sondern auch was den Vergleich mit den Jahren zuvor angeht. Trotzdem, alle repräsentativen Umfragen sagen, okay, die Leute finden eigentlich, dass es ihnen gut geht, aber sie finden auch, dass es irgendwie ungerecht zugeht. Das heißt, dass die Leute, die hart arbeiten und sich an die Regeln halten, irgendwie finden, dass sie nicht in dem Maße davon profitieren, wie das einige wenige zu tun scheinen. Und deshalb finde ich, ja, ist das ein Thema, mit dem sich die Politik auseinandersetzen muss, mit Managergehältern, mit der steuerlichen Abzugsfähigkeit von Bonizahlungen. Wer kriegt überhaupt Bonizahlungen? Und wenn man darauf keine Antworten gibt, dann wird sich dieses Gefühl der Ungerechtigkeit noch weiter verstärken. Und das ist, glaube ich, gesellschaftlich insgesamt, auch was das gesellschaftliche Klima angeht, auch in einem Land, in dem die wirtschaftliche Lage im Moment eigentlich gut ist und in dem der Wohlstand auch relativ betrachtet hochentwickelt ist, ist das ein großer Fehler, den man begehen könnte. Und deshalb gehören diese Themen alle auf den Tisch und auf die Tagesordnung der Politik. Was mich ein bisschen wundert, damit sind wir auf meiner Zeit auch gleich fertig, was mich ein bisschen wundert, ist, dass diese potenziellen Polarisierungsthemen, wie zum Beispiel Managergehälter, aber auch, was wir vorhin diskutiert haben, die Arbeitswelt, ja, also Idee Blending oder vielleicht nicht Blending, dass das im Wahlkampf keine so zentrale Rolle spielt. Oder anders formuliert, wenn ich jetzt versuchen würde, gegen die CDU mich irgendwie zu positionieren, da kann ich mich doch nicht positionieren, indem ich sage, ich bringe euch bei, wie ihr mit Blending umgeht. Da müsst ihr mich doch positionieren, müsst ihr sagen, Leute, ich liefere euch einen Gegenvorschlag. Digitalisierung ist nicht etwas wir für die Digitalisierung. Ja, oder der Tsunami kommt, wir müssen da irgendwie loslaufen. Dann müssten wir doch andersrum argumentieren und sagen, Leute, die Digitalisierung ist für uns da. Die ermöglicht uns, dass wir eine klare Trennung kriegen. Die ermöglicht uns, dass wir eine Wahloption haben und. Und ich weiß, also auch von den Diskussionen, die ich führe, dass das Arbeitswelt und Arbeitsleben nicht so das Thema ist, womit man Leute mobilisieren kann. Nur, dass die Henne-und-Ei-Diskussion wäre so ein alternativer Entwurf, wie die Arbeitswelt aussieht, nicht eine Alternative zu der Idee sagen, im Prinzip machen wir das alle gleich. Weil ich habe hier drei Gespräche geführt, ja, und in diesem Punkt sind sich alle einig gewesen,
wir kriegen das Blending, da können wir jetzt nicht mehr so viel machen. Ja, und gerade der SPD müsste doch dran sein zu sagen, nee, bei Managergehältern, wir haben eine ganz klare Gegenposition. Ich weiß, also Sie haben einen Ministerpräsidenten in Niedersachsen, Klammer auf noch, der also in irgendeiner Form eine andere Position vertreten muss. Klar, der hat ja ein bisschen weichgespült in der Hinsicht. Nur jetzt in diesem aktuellen Wahlkampf, das wären doch zwei Themen, wo man dagegen setzt. Oder ist das nicht kommunizierbar? Also ich finde ehrlich gesagt nicht, dass die SPD auf diesem Feld irgendwie eine Leerstelle hat. Ich finde auch nicht, dass wir eine grundsätzliche Herangehensweise haben, die Digitalisierung bricht sowieso über uns hernieder. Wir machen jetzt mal alles so und versuchen das einigermaßen verträglich zu regeln. Ich habe mich vor einiger Zeit mal dafür eingesetzt, dass es sowas gibt wie digitale Grundrechte. Gut, das war die Diskussion digitale Grundkarte. Genau. Das ist ja die Diskussion, ja. Genau, ja. Ganz genau. Also ich versuche dort, wo die Digitalisierung immer wieder unser Leben stärker beeinflusst, etwa bei den sozialen Medien, auch Regeln für das Netz aufzustellen. Und ich finde auch, dass es Regeln bedarf für die Weiterentwicklung der Arbeitszeit, wenn es gewisse Entwicklungen gibt, die zum Teil auch gewünscht werden von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, dann muss ich sie auch mit gesetzlichen Flankierungen begleiten. Ich würde nie einer Position nachgeben wollen, die da lautet, wir machen jetzt alles mal offen und gucken, ob es funktioniert, und die Kollateralschäden, die machen wir dann nachträglich irgendwie mit neuen Gesetzen, versuchen wir die irgendwie da auf die Bahn zu bringen. Also das wird nicht funktionieren. Das ist ja auch ein großer Streit. Bis hin zum Datenschutz ist das irgendwie ein Hemmschuh für Gesellschaftsmodelle, für wirtschaftliche Entwicklung, oder wird in Zukunft in einer digitalisierten Welt Stück für Stück das Bewusstsein der Verbraucherinnen und Verbraucher, was mit ihren Daten geschieht, immer größer werden und letztlich irgendwann auch ein Wettbewerbsvorteil. Also es kommt immer davon an, von welcher Seite man sich mit so einem Thema auseinandersetzt. Und wir versuchen das in keinster Weise nach dem Prinzip, also die Digitalisierung kommt, unglaublich viele Möglichkeiten für neue Geschäftsmodelle, und wir richten uns nach den technischen Möglichkeiten, das kann nicht sein, sondern wir richten uns nach dem, was rechtlich erlaubt ist. Das muss man erst definieren, das ist in der digitalisierten Welt nicht so einfach, weil sie extrem dynamisch ist, die Geschäftsmodelle kommen und gehen, ich nicht sagen kann, was in 5 Jahren irgendwie unsere Themen digital sein werden. Das Internet gibt es noch nicht so lange. Smartphones gibt es seit 10 Jahren und es gibt Menschen, die können sich gar nicht vorstellen, vorher auch gelebt zu haben. Also das ist ein bisschen, das ist für uns nicht unproblematisch, weil die Rechtsetzungsprozesse deutlich länger dauern als die Dynamik der Digitalisierung und das an Veränderungen und an neuen Geschäftsmodellen mit sich bringen wird. Plus die vorgelagerte Meinungsbildung. Die vorgelagerte was? Meinungsbildung, also die Idee, wo wollen wir eigentlich hin? Ja, also die Idee der Gesetze, das ist ja eine Schiene, auf der man argumentiert. Eine zweite ist auch wirklich die Idee, was ist die Arbeitswelt, in der wir leben wollen? Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass in der digitalen, die Digitalisierung ist schnell. Sie beschleunigt nicht nur unsere Lebensprozesse, sondern sie ist extrem dynamisch. Ständig kommen irgendwie neue Dinge auf uns zu, die wir nutzen können, die als ein Fortschritt oder als besonderen Komfort betrachtet werden. Das Bewusstsein, wie wir damit umgehen, ist aber vielfach noch analog. Das ist so meine Wahrnehmung. Und das läuft auseinander. Also die Digitalisierung ist in ihrer Geschwindigkeit deutlich höher als unsere Anpassungsfähigkeit im Bewusstsein, also mit den Dingen auch umzugehen. Nicht nur irgendwie darauf zu achten, wie man schnellstmöglich ins Internet reinkommt, sondern wie man möglicherweise auch unbeschadet wieder rauskommt. So, und das sind alles Dinge, die laufen im Moment auseinander. Und das muss auch wieder zusammengeführt werden. Denn wenn wir die digitalen Prozesse sozusagen mit einem Bewusstsein aus der analogen Zeit versuchen zu begleiten, wird es schiefgehen. Dann passt das Schlusswort dazu, dass gerade die Generation Z auch wieder ein Faible für die analoge Welt kriegt. Ja. Man hat sich nicht vorstellen können, dass es Schallplatten wieder gibt. Ja, inzwischen gibt es sie wieder. Genau. Ich danke recht herzlich. Wir hätten lange weiter diskutieren können. Recht herzlichen Dank. Gerne. Dankeschön. So. Danke.